So, herzlich willkommen, liebe Abonnentinnen und Abonnenten, zum heutigen News-Video, was etwas später ankommt, weil ich es relativ kurzfristig natürlich noch gemacht habe. Ja, es interessiert eigentlich so ziemlich alle, dieses Thema. Und zwar das neue Mewtwo. Mewtwo nennt es sich. Und sehr viele sind relativ gespalten darüber. Die einen sagen, dass das Pokémon ganz gut aussieht. Die anderen sagen, dass Pokémon endgültig tot ist mit dieser Form. Ihr seht im Hintergrund Kampfszenen dazu, die von offizieller Seite bestätigt wurden. Es ist allerdings nur gemutmaßt, dass es eine Mewtwo-Form ist, eine Alternative. Das ist noch nicht sicher. Gründe, dass man das machen könnte, vielleicht hat meine allerbeste Freundin gemutmaßt, liegt daran, dass es an dem X- und Y-Chromosom liegt und damit irgendwelche Gene verbunden werden sollen. Weil ja natürlich Mewtwo, da geht's um Gene und X und Y-Chromosom geht's auch um Gene. Allerdings auf der anderen Seite sind X und Y ja eher für die Dreidimensionalität gemeint. Daher könnte beiderlei Richtungen irgendwas gelten. Ich meine, man könnte sich irgendwas Krankes einfallen lassen, irgendwie Xerneas oder so. Ist ein Parasit und wenn es Mewtwo befällt, wird er daraus. Oder es könnte einfach eine neue, geklonte Form von Mewtwo sein, also Mewtwo. Es wird gemutmaßt eine Fusion zwischen Mew und Mewtwo, das ich aber crazy fände. Aber was ganz anderes. Wenn ihr euch das anschaut, wie viele von euch haben instant an Dragon Ball Z gedacht, weil, ganz im Ernst, die Attacken, die er einsetzt, in und so. Und, ich habe zum Beispiel instant an Kid Buu gedacht. Kein Witz. Aber schaut es euch doch mal an. Das ist sowas von treffend. Allein wegen seinem riesigen Fühler hinten. Und, dann auf der anderen Seite, schaut euch mal an, wie es aussieht. Viele haben auch gesagt, Freezer. Gut, Freezer kann ich jetzt nicht wirklich erkennen. Letztendlich könnte es auch einfach sein, dass im Kid Buu Freezer absorbiert hat und dann kam das raus, was Mewtwo wahrscheinlich sein soll. Wahrscheinlich, ich weiß es nicht, oder irgendwie sowas in die Richtung. Ich glaube auf jeden Fall eine alternative Mewtwo-Form wäre etwas krasser. Was will man machen? Will man die Werte noch mehr erhöhen? Ich meine, Mewtwo ist eh schon krass genug. Man könnte natürlich einfach nur physischen Angriff und Spezialangriff tauschen, aber ganz im Ernst, Mewtwo sieht sehr cool aus und dieses Viech, ja, es ist nicht das allerbeste Pokémon vom... Also, ich würde jetzt nicht zu viel sagen, aber es sieht auf jeden Fall schlechter aus als Mewtwo. So viel kann man sagen. Und deswegen hoffe ich, dass es keine alternative Mewtwo-Form ist, weil das wäre irgendwie komisch und auch ein bisschen crazy. Wie gesagt, vielleicht liegt es an dem Gen, dass da irgendeine versteckte Verbindung herrscht in diesem Fall. Ich finde auf jeden Fall, ja, das Design ist sehr gewöhnungsbedürftig. Die Starter haben mir noch gut gefallen, auch die beiden neuen Legendäre. Aber das neue Evoli war schon, naja. Und dieses Kid Buu Freezer Viech ist sehr, sehr strange. Aber ja, wirklich sehr, sehr viele erkennen diese Ähnlichkeit. Habe ich auch in all den Einträgen gesehen, die es darüber gab. Ihr könnt mir ja eure Meinung abgeben. Wie findet ihr dieses neue Mewtwo, beziehungsweise die neue Mew-Form? Findet ihr sie cool? Findet ihr auch, dass sie aussieht wie Buu, der Freezer absorbiert hat? Schreibt einfach eure Meinung dazu, würde mich interessieren.